Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Colony Survival. In der letzten Aufnahme haben wir unsere Mauer um ein weiteres Türmchen erweitert und hier auch etwas Jupp zugelegt. Und damit werden wir eigentlich auch in dieser Folge weitermachen. Ich weiß vielleicht nicht gerade das Aufregendste, aber das ganze Zeug muss gemacht werden. Vielleicht werde ich zwischendurch mal hinspringen und hier drüben anfangen, mein Schloss etwas hochzubauen. Beziehungsweise die Mauer ist doch jetzt etwas klein im Gegensatz zum Rest, aber naja. Das kriegen wir schon alles irgendwie auf die Reihe. Also mal gucken, wie weit es überhaupt geht. Ein bisschen. Ich habe mal geschaut, also da unten hätte ich auch ein paar Ideen. Beziehungsweise bin ich... Au. Bin ich so doof und fall erstmal runter. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, bin ich mir überlegen, ob ich vielleicht ein paar Mods installieren soll. Es gibt ja noch eine Handvoll, die zum Beispiel dafür zuständig sind, dass wir... sagt es mir, Möbel und dergleichen dazu bekommen, irgendwelche Böden. Einfach um das Ganze etwas, ja, etwas fetziger zu machen, sagen wir es mal so. Aber zugleich möchte ich auch sagen, hey, ich möchte eigentlich Vanilla drin lassen. Das alles, was ich baue in irgendeiner Art und Weise, könnt ihr so oder so ähnlich nachbauen. So und so. Sitz passt und hat Luft. Und da drüben muss natürlich dann hier nochmal ein weiteres Türmchen folgen. Na komm. Wollte ich gerade sagen. Du kannst mir doch so nicht antun. Okay. Placement und Bewegung sind nicht 100% aufeinander abgestimmt. Schade was. Das wäre jetzt zu schön gewesen, um wahr zu sein. So. Bam und bam und badadadadam. Da. Und ich bin gerade so froh, dass Donnerstag ist. Ich bedenke, heute wäre jetzt erst Montag oder Sonntag. Wäre natürlich dumm. Wäre es Freitag, wäre es natürlich noch wesentlich besser. Dann wäre jetzt schon Wochenende, aber Donnerstag geht auch. Das heißt für mich nämlich, ich kann freitags, insofern ich lustig bin und natürlich meine Stunden davor reingeschafft habe, kann ich auch früher nach Hause gehen. Und da sage ich definitiv niemals Nein dazu. Müssen wir mal gucken, wir müssen hier rüber. Genauso wie hier. Das könnte ein bisschen wehtun. Wollte ich gerade sagen, das wäre vielleicht nicht das Schönste auf der Welt. So, du kommst weg, du bleibst mal hier. Dann tun wir von unten ein bisschen arbeiten, was soll's. So sieht man zumindest, wo ich mit dem Ganzen hin möchte. Na, das ist eher weniger. Die hier... Ach, das sind Bärenbüsche. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist mir doch, glaube ich, ja gerade so ein klitzekleines bisschen im Weg. Mit Betonung auf ein bisschen. Dankeschön. Diese Landing. Bleib einfach hier. Essen mein Essen. Tun so gut wie nichts dafür. Ich meine, sie... Ich muss den Bereich da hinten noch etwas erhöhen, sagen wir es mal so. Einfach nur, damit es abgegleicht ist. Weil ich meine, es ist nicht verkehrt. Es sieht ja dementsprechend auch bedingt gut aus, wenn man ein paar Absätze und alles drin hat. Aber momentan, das war gerade nur nervig. Das hätte so nicht sein müssen. Soll ich gerade sagen, seid ihr schon wieder fertig mit Arbeiten? Heieiei, ich glaube, ich muss mal mit einem Vorarbeiter reden. So kann das ja nicht weitergehen. Der König arbeitet Tag und Nacht daran, euch zu beschützen, alles zu verbessern und weiß der Geier, was noch alles zu machen. Und ihr geht einfach schlafen, wenn euch danach ist. Halt, so rum geht's. Das kann und werde ich natürlich so nicht auf Dauer akzeptieren. Ich werde einfach mehr Leute in die Sklaverei reinschicken. So, einen kurzen Anruf später, ich bin wieder da. Und hab vollkommen vergessen, was ich überhaupt erzählt habe davor. Macht nichts. Wahrscheinlich wieder irgendwie habe ich darüber gemeckert, dass die Arbeiten nichts zu tun haben. Und wenn sie was zu tun haben, arbeiten sie nicht richtig. Irgendwie sowas in der Richtung auf jeden Fall. Okay, die Innenmauer, die scheint nach und nach zu stehen. Die Betonung auf nach und nach. Ein bisschen besser könnte es immer sein, aber naja. Das ist Motzen auf hohem Niveau. So, der Überstand muss ja auf jeden Fall gegeben werden. Sonst... Ah, also, Dankeschön. Sonst wird das nichts.
Ach stimmt, da hinten waren ja auch die Wege schon alles fertig. Oh, und ich bin so glücklich, wenn ich mal... Upale, wenn ich es mal geschafft habe, die ganzen Farmen hier dann wieder rauszubekommen. Ich weiß, sieht vielleicht noch ein bisschen komisch aus, wenn man sagt, okay, du hast dir so viel Mühe hier drin gegeben. Jep, das war aber eigentlich nur zwischenzeitliches Ziel. Mein Endresultat werdet ihr sehen, sobald das Königreich dementsprechend eine, ja, eine gewisse Größe erreicht hat. Das muss natürlich aber erstmal der Außenbereich gemacht und auch befestigt werden. Ganz wichtig natürlich. Befestigungen sind immer wichtig. Die werden zwar nicht so punktvoll sein wie die Schlossmauern, die ich hier gerade aufbaue. Aber naja, muss ja auch nicht. Muss es auf keinen Fall. Ich bin ja schon mal glücklich, wenn ich... Ach, die schießen da vorne. Ich bin ja schon mal glücklich, wenn daher irgendeine Art von Außenverteidigung vorhanden ist für unsere Leutchen hier. Das wollte ich jetzt nicht machen. Hätte ja fast geklappt. Mit Betonung auf fast. Aber wir sind so gut wie einmal rum. Und das in nicht mal der Hälfte der Folge. Hehehe, das läuft. Ich überlege gerade, was soll ich noch... Achso, genau. Ich habe von etwas eine letzte Aufnahme aufgenommen. Eine finale Aufnahme, einfach nur um das ganze Thema abzuschließen. Ich sage nicht, was es ist. Denn ich weiß auch gerade nicht, wann diese Folge rauskommen wird. Aber so viel sei gesagt, das macht wieder Platz für andere Let's Plays. Beziehungsweise habe ich immer noch das Search, das ich zu Ende bringen muss. Beziehungsweise auch möchte. Na komm, zack, zack. Und hier einmal zugemacht. Hä, funktioniert. Immerhin ist das Search eigentlich ein recht geiles Spiel. Zack und zack. Ja, hier Turm ist irgendwie leicht anders aufgebaut, merke ich schon. Und hier hinten haben wir überhaupt gar nichts. An Fackeln oder sonst irgendwas, das geht natürlich nicht. Das geht natürlich rein gar nicht. Können wir vielleicht hier ein paar Stück haben? Yep, können wir. Zack, sorry. Kann ich nicht angehen, dass hier... dass die Leute hier gar kein Licht haben hier. Heieiei. Jungs, wie wollt ihr bitte schaffen, wenn ihr kein Licht habt, hm? Zeig mir das nochmal. Sorry. Hier oben noch eins. Und hier noch eins. Möchte ich doch schicker mal sehen. Das müssen doch richtig viele sein, oder? Yep. Die kommen en masse einfach nur. Sterben und haben überhaupt keine Chance, überhaupt ein normales, geordnetes Leben zu führen. Ja, und ich sehe gerade, die Mühle wird zum Schluss doch noch im Weg stehen, aber macht nichts. Die Mühle ist ein Experiment gewesen. Das Experiment war für mich erfolgreich. So. Mit Unter- und Überstand. Ja, die, wie man es haben möchte. So, so schön. Wo kommst du auf einmal her? Sage mal. Zu jemandem wie dir habe ich es eigentlich nicht gerechnet, aber na gut. So, also. Könntest du dich mal entscheiden, wo du entlang laufen möchtest? Mein Gott, dem König sollte man eigentlich nicht immer so im Weg sein. Hey, hey. Das geziemt sich einfach nicht. Achso, warte, das waren ja die... Nee, doch, warte, die Rückmauer war auch so. Okay. Die Rückmauer ist ebenso zu bestücken. Dass man hier überall gut hinkommt. Zack, zack. Okay, das war jetzt nicht ganz die schönste Art und Weise, aber hier geht's auf jeden Fall wieder. Und ich glaube, den Wehrgang machen wir noch vorhin zu Ende. Schaden tut's ja auf keinen Fall. Im Gegenteil, es wäre sogar recht gut, wenn er zu Ende gehen würde. So, dann. Das heißt, hier müsste ich sogar... Autsch, das tat weh. Muss ich noch ein bisschen draufbauen. Oder, yep. Zwar genau ab, wenn das hier die Mauererweiterung ist, muss ich, hier ein zweiter bauen. Das muss auf jeden Fall sein, aber das mache ich von drin. Das mache ich nicht von hier draußen. Sand, 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 Sand. Das wird auch nur so Stich werden. Den ganzen Brocke hier wegmachen. Aber es wird immer wieder mal runterfallen und immer ein bisschen was mitnehmen. Dauert es ja bloß ein paar Jahre, Jahrzehnte, je nachdem. Das sieht schon einfach toll aus. Bis wir soweit fertig sind.
Ich habe mir überlegt, die Türme etwas rundlicher zu gestalten, aber habe ich mir gedacht, na. Rundlich hat zwar auch was für sich, aber boah, rechtwinklig. Ich bin der rechte Winkel-Fan. Sodele. Dann kann man nämlich dieses Ding hier vor uns abschließen und glücklich mit der Welt sein. Jetzt soll ich hier überall zwei hinmachen. Und da noch eins hin. Ich glaube, damit können wir gut haushalten. Nicht ganz. So und so. Okay, so fallen wir zumindest mal nicht auf Anhieb runter. Das ist schon mal ein recht guter Erfolg. Noch nicht den größten, den wir hier erzielt haben, aber zumindest mal ein guter Erfolg. So, das brauchen wir nicht, das auch nicht, wir haben hier nur oben drauf was. Ich glaube, ganz oben muss ich dann auch mal ein paar Sachen hinmachen, aber ja, das kriegen wir auch noch hin. Alles nur eine Frage der Zeit. So, Steine, Dankeschön, brauchen wir noch mehr davon. Und können wir einmal nach da hinten komplett durchziehen. Also bevor ich jetzt die Türme hinbaue, tue ich einfach direkt hier die Mauer so weit weitermachen. Zack und zack. Ich glaube, das können wir wirklich so lassen. Dann hier ans Eck noch was hin. Pop. Ist halt, muss nicht überall was hin. Definitiv nicht, aber am Großteil der Ecken sollte doch was an Befestigungsmöglichkeiten zu finden sein. So, da haben wir so. Hier wird es jetzt etwas schwieriger auf Dauer. Wir haben einfach das Problem, dass wir einspurig gerade unterwegs sind. Eieieiei. Wisst ihr noch, wo das unser Haupteingang war? Yep. Das ist auch schon ein paar Folgen her. Mit Betonung auf ein paar Folgen. Das können wir so machen. So. Ja, komm. Lassen wir mal ein bisschen was frei. Das ist schon in Ordnung. Sieht ja mal so nicht schlecht aus. Du kommst, na, dankeschön, hier noch hin. Dann sind wir nämlich mit der Innenseite so gut wie fertig. Hab ich hin. Ganz leicht anstrengend. Mit Betonung auf ganz leicht. Nur um danach die Außenfassade noch weiter verkleinern zu können. Ja, kann man so lassen. Wir akzeptieren es einfach so, wie es ist. Du bleibst auch so, wie du bist. Hier rüber. Und ein kleines bisschen in die Richtung gebaut. Dankeschön. Achso, was soll ich noch sagen? Neues Let's Play. Da bin ich gerade überlegen. Ich hätte mich jetzt auch noch ein Let's Test, glaube ich, anzubieten. Und muss ich mal schauen, inwieweit ich das Ganze ausbauen kann. Denn mir wurde eine Kopie von einem Spiel geschickt. Dankeschön deswegen schon mal dafür. Was für ein Spiel es ist, das werdet ihr natürlich demnächst erfahren. Oh, halte ich ihn aber auch. Anscheinend bin ich hier noch gar nicht durch gewesen mit Bauen. So, das schaut doch wesentlich schöner aus. Einmal drumherum und glücklich mit der Welt. Dann noch einmal die Außenseite. Und wir wären mit diesem Mauerabschnitt mehr als glücklich und auch mehr als fertig. Muss ich mir nur überlegen, wo die Türme dann hingepflanzt werden. Und natürlich das größte überhaupt, die Mauern außen noch. Da muss ich hier gar dann auch noch was machen. Wie weit bin ich denn hier gerade drüben? Eins, zwei. So, das ist die Frage. Hier rüber. Und du weg, oder? Wäre das was? Da kommen die Mauer hin, da ist ein Überstand, zack. Und damit kann man rechnen. Mauer, Überstand. Mauer, Überstand. Bam. Eins und zwei. Eins und zwei.
glaube, das könnte jetzt ein bisschen gezählt werden, bis ich hiermit vollends durch bin. Aber so wären wir auf jeden Fall glücklich mit der Wettheitsbombe. Das war jetzt zu viel. Und eventuell verschwinden die Sachen auch wieder. Je nachdem, wo ich die Türme aufstelle, aber das wird dann... Das ist dann noch leicht Zukunftsmusik. Machen wir es denn? 1, 2, 3, 4, 5. Und 6, so, wunderbar. 1, 2. Das heißt, hier muss ich komplett durchziehen, so wie es ausschaut. Okay, lässt sich natürlich auch machen. Lässt sich alles hier veranschlagen. 1, 2. Zack. Hier eventuell. Und. Nee, da nicht. Da nicht mehr. Ja, das sieht etwas komisch aus. Muss ich vielleicht von unten wieder nachkorrigieren. Bei, es geht eigentlich. Ich hätte es mir jetzt gerade schlimmer vorgestellt. Drei hier rüber vielleicht? Ja, das kannst du knicken. Aber das hier scheint eher wieder mein Fall zu sein. Yep. Wobei, da muss das Ding hier weg. Wir sind ja hier so schräg unterwegs. Zack, zack, zack. Das heißt, du fährst auch weg, du gehst weg und dafür verschwindest du hier. Eventuell ja. Eventuell ja. Aber an sich, Let's Plays, gerade TerraTech, ich glaube, das will ich wieder anfangen. Aber ich muss, wie schon mal gesagt, erstmal überprüfen, wie es gerade mit den Updates ausschaut. Ob da demnächst was Neues rauskommt oder ob ich ungehindert starten kann, ohne mir gleich denken zu müssen, na, verdammt. Hättest du jetzt einen Tag mehr gewartet, hättest du das oder das bekommen. Oder das oder das Up, den oder den Upgrade hier noch mitnehmen können. Der oder die das Upgrade? Ich weiß gar nicht. Der, die das Upgrade. Was wäre das richtige Synonym dafür? Ich glaube, das kann mir bestimmt einer von euch auch noch verraten. Ja. Na komm, Dankeschön. Da wird doch ein Schuh draus. Einmal umgeschwenkt auf die andere Seite. Nicht gerade meine stärkste Seite, aber na gut, was soll's. Hauptsache irgendeine Seite. Ich glaube, wenn wir hier noch eins rausgehen würden, dann müssten wir eigentlich, yep, hier unseren Zweierbereich wieder herbekommen. Schön, läuft, wunderbar. Sitzt, passt und hat Luft. An sich, falls ihr irgendwelche Let's Play-Ideen habt, könnt ihr mir die natürlich gerne in die Kommentare runterschreiben. Würde mich immer interessieren, was ihr gerne so sehen möchtet. Neben natürlich sowas wie TerraTech. Bin ich auch gerade überlegen, ob ich wieder eine Runde, ach Gott, wie ist es? Iron Claw hieß es, glaube ich. Mit den Steampunk-Mechs. Habe ich nämlich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ob ich da mal eine Runde durchzocken soll, weil ich meine, die Runden sind ja relativ... Ja, relativ langsam, nicht langsam. Ich weiß nicht. Das reicht nicht aus. Da müssen wir noch mal ein bisschen zu machen. Sind ja relativ, boah, kurz je nachdem, wie lang ich lebe und dergleichen. Ja, jetzt mal wieder weg. Deswegen wäre das vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Zeitvertreib zwischendurch. Beziehungsweise gibt es auch noch die Möglichkeit, sagt es mir, Planet Base weiter zu zocken. Das sieht mir so vielleicht eher. Nee, das schaut mir falsch aus. Das schaut mir richtiger aus. Und das schaut mir auch richtig aus. Ich glaube, so können wir es lassen. Eben, ob ich zum Beispiel noch Planet Base zocken soll oder. Puh, ich weiß gar nicht. Robocraft? Stimmt, Robocraft kann ich auch mal wieder zwischendurch zocken. Ich muss ganz gestehen, ich denke immer nicht wirklich dran. Ich habe so viel Spiel momentan, dass Robocraft echt irgendwie so ganz leicht nach hinten immer verschwindet. Natürlich nicht absichtlich, also... Dafür spiele ich es, habe ich es, oder ich habe es, ich habe es ein bisschen... Ich habe es früher mehr gezockt, noch mehr geliebt zu spielen. Aber momentan ist einfach wieder mal
ganz kleines bisschen Luft. Das ist aber nur ein kleines bisschen. Weil ich irgendwie nicht die Zeit finde, mir was richtig Schönes auszudenken dafür. Weil da muss ich auch sagen, da würde ich liebend gerne etwas mehr draus machen aus dem Ganzen. So, passt. Ich glaube, ich bin... Ich glaube, ich bin hier überall eins zu weit. Yep. Ich weiß nicht, wann es angefangen hat, aber wir beenden es hiermit. Oh, warte mal. Es hat hier schon angefangen, ernsthaft? Ah, mit der Engstelle hier, okay. Die Engstelle, die eigentlich gar keine richtige Engstelle sein kann. So, oder jetzt da. Das ist auch wieder etwas zu weit. Das stimmt wieder. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, drei. Na komm schon, eins, zwei, drei, vier, fünf, zack. Jetzt ist auch wieder etwas zu weit. Das passt schon eher in die Kategorie rein. Es ist, wenn ich die Mauer nicht so hinbaue, dass man sie symmetrisch wiederverwenden kann. Nicht gut, muss ich mir einen anderen Stil überlegen. So, du bist auch zu weit momentan. So, dann sind wir hier, dann sind wir hier, dann sind wir hier. Und sind so gut wie durch. Endlich. Meine Güte, endlich. Das hat lang gedauert. Ups. Das werde ich nicht machen. Mauerbau ist einfach keine schnelle Sache in dem Sinn. Dauert immer ewig und drei Tage, bis wir die dermaßen mal Zeug gebunden haben. Wenn man jetzt noch bedenkt, wir müssten eigentlich noch die Türme hinbauen. Wir werden auf jeden Fall noch kommen. Aber ein Turm dauert immer so lange. Und ich habe gesagt, ich möchte jetzt auf jeden Fall mal einmal durchgebaut haben. Eins, zwei. Ich brauche nochmal eine Reihe. Dann kümmere ich vielleicht dann erstmal um die... zum Teil um die Außenfassade von dem Ganzen. Weil da habe ich ja auch noch überhaupt rein gar nichts gemacht. Autsch. Okay, Moment. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Okay. So schnell komme ich ja doch nicht hinterher. Und alle... Ah, das ist der Jeep. Das ist überhaupt nicht gut. Kann ich vielleicht zumindest ein Brot essen? Ja, das geht zumindest. Jetzt denke ich, wäre von noch weiter oben runtergefallen. Ah, nicht so schön. Überhaupt nicht schön. Da kann ich mir wesentlich schönere Sachen vorstellen, wie ich meinen Nachmittag verbringe. Abgesehen davon, einfach zu sterben. Nicht das, was bei mir auf der Nummer 1 Liste steht. Definitiv nicht. So, wir waren irgendwo hier hinten unterwegs, oder? Ja, natürlich. Ich kann schon riechen, das Ende. Im besten Fall müssen wir sogar nicht mehr unser Inventar nachfüllen, sondern können einfach direkt hier loslegen. Mit dem, was wir haben, bis zum bitteren Ende. Bin mal gespannt, ob das richtig war. Hatte ich einen Zufallstreffer? Zack und zack und zack. Oh, natürlich nicht. Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, das ist auf jeden Fall richtig. So, so. So, so. Zack. So, so. Und zack. Da finde ich die Variante doch eigentlich etwas schöner, muss ich gestehen. So. Sitz passt und hat wieder ein kleines bisschen mehr Luft bekommen. Eins, zwei. Bam. Das können wir hier wiederum zumachen. So. Eins, so. Zack. Eins, zwei. Eins, zwei. Passt das noch so? Yep, so Pi mal Daumen passt das. Ja, wobei, das müssen wir ja so gestalten. Ah, ich bin auch nicht zufrieden. Heute kann man es mir irgendwie nicht recht machen. Aber ich sehe Licht am Ende des Horizonts. Wir sind gleich soweit fertig. Oh, bitte sag mir, dass ich das Ganze richtig gemacht habe. Nicht mich irgendwo verkalkuliert habe. Das wäre definitiv unschön.
Das wäre richtig unschön. Komm mal, na, das sieht nicht aus. Hier hin. Hier hin, okay. Vielleicht noch so rüber hin. Yep, das ist auch noch in Ordnung. Und 1, 2. Ah, hier müssen wir noch hinbauen. Du kommst hier rüber hin, dort rüber hin. So rum. Bingo! Le Mauer ist le komplett. Hahaha! So und nicht anders muss es sein. Sollen wir vielleicht noch ein paar mehr Schützen aufstellen? Man hat über 6000 Nahrung. Eventuell ja, wobei, na, lassen wir lieber sein. Da müssen wir dann eher gucken, dass wir draußen ein bisschen was hinbekommen. Irgendwie, aua, das hat weh. Aber die Mauer muss auf jeden Fall... Ach so, es war mein Loch. Ich wollte gerade sagen, okay, Moment, was ist da los? Das kann doch jetzt gerade nicht los sein. Ein Grafikfehler hier im Spiel? Nein. Nur ein kleines Löchlein. Zur Vorbereitung auf alles andere. Ihr seht, wir müssen hier auf jeden Fall noch einmal komplett alles durchzimmern. Einfach nur, damit die Mauer soweit in Ordnung ist. Aber das und noch so vieles mehr machen wir in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dahin hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer. Tschüssi. Weil die Überschall ist doch ziemlich böse. Da müssen wir ein kleines bisschen was machen.